Heute geht es um Maßeinheiten. Maßeinheiten bei Längenmaßen, wie beispielsweise Millimeter, Zentimeter, Dezimeter. Und weiter geht es mit Meter, Dekameter, Hektometer, Kilometer. Dekameter und Hektometer sind eigentlich für uns nur Platzhalter. Wir verwenden sie im täglichen Sprachgebrauch eigentlich nicht. Wichtig zu wissen ist, dass ein Schritt eine Kommastelle bedeutet. Das heißt, bei jeder Aufgabe frage ich mich, von welcher Einheit in welche möchte ich gern umwandeln. Zum Beispiel von Zentimeter auf Meter. Da muss ich 1, 2 Schritte nach links gehen. Das heißt, das Komma wandert auch um 2 Schritte nach links. Praktische Beispiele gibt es nun zum Üben. Gemeinsam üben wir Beispiel 1 bis 5 und alleine machst du Beispiel 6 bis 10. Drücke jetzt einfach Pause und schreib die Angaben ab. Wir starten. 2 Dezimeter. Um leicht umzuwandeln, solltest du natürlich die Tabelle hier oben bereits kennen und können. 2 Dezimeter in Zentimeter, das bedeutet ein Schritt nach rechts, heißt hier eine 0 dazu. Zentimeter in Millimeter, das ist auch ein Schritt nach rechts. Das heißt, das Komma wandert auch um einen Schritt nach rechts. Hier, also hinten hin, also sind es 3 mm. 8000 Meter in Kilometer sind 8 Kilometer, weil 3 Schritte nach links und hier auch 1, 2, 3 Schritte nach links. 300 Kilometer in Meter. Jetzt sind es natürlich 3 Schritte nach rechts und das bedeutet, es werden 3 Nullen angefügt. Beachte dabei, dass wir immer 3 Dreierpaare zusammenschreiben. Also, dass die hinteren 3 Nullen zusammen sind, dann ein bisschen Abstand und dann erst der Rest. So ist die Zahl viel einfacher zu lesen. Das letzte Beispiel zu Längenmaßen. 0,4 cm in Dezimeter. Ist auch ein Schritt nach links. Ein Schritt nach links bedeutet, dass das Komma um 1 nach vor rutscht und die Lösung ist 0,04 Dezimeter. Weiter geht es nun mit den Maßeinheiten bei Flächenmaßen. Und zwar ist es ja so, dass wenn der Flächeninhalt ausgerechnet wird, sich die Maßeinheit von beispielsweise Meter in Quadratmeter ändert. Erkennen werden wir das durch die Hochzahl 2. Und was hier neu ist, ein Schritt bedeutet jetzt nun 2 Kommastellen bei den Flächenmaßen. Und die Flächenmaße haben auch eigene Namen. Wir fangen rechts an beim kleinsten, bei Quadratmillimeter. Danach gibt es die Quadratzentimeter, Quadratdezimeter und Quadratmeter. Deka und Hekto sind bei Flächenmaßen nun mit einem anderen Namen ausgestattet. Das bedeutet Ar und das bedeutet Hektar. Also ein kleines A bedeutet Ar, HA bedeutet Hektar. Und am Ende gibt es noch die Quadratkilometer. Ar und Hektar sind eigentlich Maßeinheiten, wo kein M für Meter dabei steht. Hektar wird zum Beispiel in der Angabe der Größe von Wäldern benötigt. Also wie groß ein Abschnitt ist, ein Waldabschnitt. Die nächstgrößere Einheit wird dann in der Landvermessung, zum Beispiel wie groß ist Wien oder wie groß ist Österreich, in Quadratkilometer gemessen. Auch hier 10 Übungsbeispiele, 5 davon gemeinsam und 5, die anderen 5, machst du alleine. Jetzt hast du auch wieder die Möglichkeit, das Video anzuhalten, um die Aufgabe abzuschreiben. Wir beginnen mit dem ersten. 4 Quadratdezimeter in Quadratzentimeter. Das bedeutet um einen Schritt nach rechts, aber ein Schritt bedeutet 2 Kommastellen. Also 2 Kommastellen nach rechts. In diesem Fall werden dann 2 Nullen angehängt.
Beispiel 2, 0,3 Quadratzentimeter in Quadratdezimeter. Hier ein Schritt nach links, das bedeutet 2 Kommastellen nach links. Eins, zwei. Das heißt, es ist noch eine Null dabei. Beispiel 3. 8000 Quadratmeter in Hektar. Eins, zwei Schritte nach links. Zwei Schritte bedeuten also 4 Kommastellen. Um 4 Kommastellen nach links. Eins, zwei, drei, vier. Das Komma steht vor der 8. 0,8 Hektar. 20 Ar in Quadratmeter, ein Schritt nach rechts oder zwei Kommastellen nach rechts. Das heißt, es kommen zwei Nullen dazu. Letztes Beispiel, 840 Quadratmeter in Hektar, zwei nach links, das bedeutet vier Kommastellen. Eins, zwei, drei, vier. Vor der 8 muss also noch eine Null stehen. Das Ergebnis ist dann 0,084.